haben den 4. Juni 1992. Es ist inzwischen 18.30 Uhr und ein Sturzbach kommt die Parkstraße herunter in die Vielstädter Straße. Straßen auf. Nicht immer, aber immer öfter. Ist das jetzt die Höhe sozusagen der Straße, dass das hier abgeschoben ist? Ja, ja, da kommen wir wieder was drauf. Ne? Das ist klar, aber. Baustelle. Oh. Über ein Jahr schon her. Ein, zwei Jahre noch, dann kommt er da hinten nochmal. Ja, dann die hier mal dazu machen. Ja. Oh, dann könnt ihr gut parken hier. Beste Parkmöglichkeiten, alles voll, könnt ihr alles vollstellen hier. Die ganze Straße gehört euch, denn wenn alles dicht ist. Das hatten wir vor, diese Erstplatten hier hinten durch. Ja. Hätten wir die Straße hier als Parkplatz gehabt. Ja. Ja, wollten wir aber nicht. Ja, die haben alle Hand. In der letzten Zeit Brücken neu bauen gemacht. Ja. Das ist genauso die Eik da, die holtert irgendwie mit dem Riffeltuch. Welche? Die Eiche da, diese. Die wir wohl für Brettung zugestellt haben. Alles für den ICE, ne? Ja. Die verdurstet doch nicht. Ja, der geht hier oben, ne? Der ICE, der geht ja nur in Bremen, oder? Ne, hier. Oldenburg hat ja auch noch ICE. Also. Oldenburg, genau, das ist Oldenburg. Das ist die andere Strecke, die geht oben nach Nordenham da hoch. Ja. Da geplant ist es tatsächlich, die anderen auch zu machen. Ja, sonst bringt dieser ganze Tunnel ja nichts, ne? Und dann ja. Für den Grasstuhl. Müssen die sich was zu einfallen lassen? Verkehrsgenehmigung. Da ist noch keine Dummheit. Tja. Ja, und im Winter. Ja, das ist genau schon umweltfeindlich wieder, wie ich das so. Genau. Das ist ja schon wieder Tunnel des. Naja, das ja. Dann nimmt der Tunnel ja voller Jahre zurück. In die Art Sache. Ja, du musst da ja auch berechnen. Klar, sicher. An die alten Leute und an Rollzugfahrer. Und das ist ja nicht nur wir mit. Hab ich auch gesagt. Wir kommen da immer all durch, aber so ist er doch halt. Das habe ich auch gesagt. Aber dann kommt die ganze Breite so und dann kommt der Fahrradweg vielleicht im letzten Endhöhe. Ja, die Hochbord höher. 12 cm höher. Wind. Für die auch atmen. Ja, genau. Das ist richtig. Weil auf einer Seite sind sie ja schon weg, die dicken Ruhe. Ja, da unten. Ja. Das kommt automatisch, das riecht doch wieder. Ja, klar. Jetzt ist die hier noch. Leasing. Warte. Hast du geparkt? Ja, aber was haben die?
Wir haben heute den 1. Juli 1992, es ist 21 Uhr und 37. Heute ist der zweite Tag, wo versucht wird, hier eine Spundwand einzurammen. Gestern war das Werkzeug verkehrt, das kann man noch verstehen, weil die Spundwände falsch gewesen sind. Neues Werkzeug ist besorgt worden, heute den ganzen Tag zusammengebaut worden und es passt, wie man sieht, wieder nicht. Die Firma ist dabei und wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen hier abrücken, denn es ist nicht möglich, diese Spundwand hier in die Erde zu hauen. Wie man sieht, wird sie schon wieder aus der Probebohrung aus der Erde gezogen und gleich wieder abgelegt. Der Baggerfahrer hat uns eben gerade mitgeteilt, dass die Aktion für ihn gelaufen ist, dass er die Spundwände beim zweiten Versuch auch nicht reingekriegt hat. Er wird jetzt darauf bestehen, dass andere Spundwände hergeholt werden. Es ist ihm technisch nicht möglich, hier überhaupt noch irgendwas zu machen. Es ist inzwischen 21 Uhr und 44. Wir haben Mittwoch, den 1. Juli 1992. Die Horrorbaustelle von Hude nimmt und nimmt und nimmt, ja, sie nimmt kein Ende. Fragende Gesichter, teilweise lachende Gesichter und im Hintergrund, da wird also ohne viel Aufhebens das große Baggerteil, das Rammteil, wieder auf den LKW verladen. Also das würde mir die Angst machen. Und das ist auch unheimlicher Bogen da jetzt drin. Und wenn der da noch ein bisschen rammt, dann macht das gleich richtig mal einmal knack. Der fällt eure ganze Seite weg. Nö, dann kracht alles ein. Dann könnt ihr euch mal erstmal da hinten... Wasserladung ist auch ab. Oh, ja. Mein Gott. Ist ja eben zu matter. Ich dachte, da muss ich irgendwann mal hingucken, was da los ist. Oh. Diese Baustelle, das ist eine Horrorbaustelle. Ehrlich? Das nimmt und nimmt ja kein Ende. Man ist abgeschlossen vom anderen Hude. Wenn wir unsere Ware da hätten hinbringen müssen, dann machen wir erst 10 Kilometer. Nee. Ja, dann mach was gegen. Also ich behaupte mal, das ist eine falsche Planung. Der sich das hier ausgedacht hat, das war falsch. Vor allem, weil da hätten ja nicht ist. Genau, 100%ig. Ich muss erstmal wieder Leute auf. Das wird ja sicherlich auch noch gemacht. So wie das jetzt läuft mit der Umleitung, das läuft ja auch. Hätte man bloß die Kirchstraße machen können. Ja, genau. Einen Tunnel. Ein Tunnel. Eine Straße. Ja. Hier muss man das doppelt machen. Das sagen wir ja auch schon lange. Also ist das falsch. Früher hatten sie doch schon mal geplant, wie sollte das hier hinten rum, hinter Robin, da sollte das hier hinten rum. Hm. Da wird hier auch nichts rum. Da hinten lag nicht? Genau. Ja. Davor. Da oben ein paar Kappen, um Spundbohlen reinzupressen. Das ist genauso, als wenn Sie in Mercedes-Motor einen VW-Motor reinbauen wollen, was natürlich nicht geht. Wir sollten hier normalerweise Larsen 20 einpressen, was zu unserem System nicht passt. Und das ist eine 601, die eine ganz andere Aufteilung hat. Und nun versuchen wir, die natürlich hier reinzupressen. Es ist natürlich nur ein Versuch.
haben den 23. November 1992.